herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem kleinen Video, bei dem ich euch jetzt endlich bekannt geben möchte, was so die Ankündigungen sind für meinen 12-Stunden-Stream. Sprich, wann das stattfindet, wer da alles dabei sein wird, was es für Spiele gibt, all das möchte ich euch jetzt hier erklären. Also, als erstes erstmal zu den Randdaten. Ne, ich mache den 12-Stunden-Stream als quasi mein 500-Abonnenten-Special, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal einen 12-Stunden-Stream zu machen, weil der letzte war ja ganz cool. So, und bleibt vielleicht mal bis zum Ende des Videos dran, übrigens, denn es wird mal wieder ein Gewinnspiel geben. Also, Video zu Ende schauen, lohnt es. So, ja, wann mache ich denn den Livestream? Also, den Livestream, den 12-Stunden-Stream mache ich, aufgepasst, diese Woche Freitag auf Samstag, das heißt Freitag der 13. Hoffen wir mal, dass dann nicht zu viel siegen wird. Auf Samstag den 14. Genauso wie beim letzten 12-Stunden-Stream wird der am Freitag um 18 Uhr starten und wird am Samstag um 6 Uhr in der Früh ungefähr enden. Viertel nach 6 ungefähr. Ja, das sind erstmal die Daten. Der Stream geht von Freitag 13. zum Samstag den 14. und um 18 Uhr geht es eben direkt los. Und was für Spiele gespielt werden, das haben wir uns jetzt an und im Hintergrund sollte es bei uns auch der Planer einblenden. Losgehen tut es wie gesagt von 18 Uhr und wir spielen von 18 bis 20 Uhr Splatoon 2 online. Auf das wird's mit euch als Community. Von 20 bis 22 Uhr, also auch 2 Stunden Slot, spielen wir Minecraft Nintendo Switch Edition auch mit euch. Ne, das sind so die Sachen, die ich auch normalerweise live streamen. Dann zu einer Stunde, sprich von 22 bis 23 Uhr, kommt Mario Kart 8 Deluxe. Natürlich auch wieder mit euch und auch auf der Switch. Von 23 bis 24 Uhr kommt etwas Exotisches, sage ich mal, was man nicht so oft hier auf dem Kanal haben. Und zwar Super Smash Bros. Für Wii U. Alle, die es haben, könnt gerne mitspielen. Von 24 bis 1 Uhr geht es ein bisschen ins Ernste. Wir spielen GTA 5 auf dem PC. Alle, die einen PC haben, können auch da gerne mitspielen. Komm mal so in den Raum rein. Von 1 bis 2 Uhr. Wobei, nee, da ist hier was falsch in der Liste. Sorry. Wir spielen GTA 5 von 24 bis 2 Uhr. Das heißt, das steht da falsch in der Liste. Das heißt 2 Stunden. Von 24 bis 2 Uhr. Okay? Und von 2 bis 3 Uhr spielen wir Super Mario Maker auf Wii U mit alles. Und von 3 bis 4 sage ich es gleich. Das heißt, ne, nochmal. Von 24 bis 2 Uhr GTA 5, das heißt 2 Stunden. Von 2 bis 3 Uhr Super Mario Maker. Weil das ist irgendwie falsch eingetragen. Und von 3 bis 4 kommt ein Wunschgame von euch. Das heißt, da könnt ihr ein Game aus Wünschen, was sie dann spielen, wenn wir es haben. Und alles quasi spielen. Und von 4 bis 6 Uhr haben wir nochmal 2 Stunden für Überraschung. Und ein Taler Überraschung, den werde ich jetzt schon sagen, der ist dann keine Überraschung mehr, aber ein Taler Überraschung wird sein, das ist, es schuldet, ist äußern noch Suspense-Spiele. Juhu, aber es kommt noch mehr in den Überraschungen. Das geht dann bis 6 Uhr und von 6 bis 6 Uhr 15, je nachdem, wie lange es halt benötigt, gibt es die Auflösung von dem Gewinnspiel, was ich jetzt gleich ankündigen werde. Und der Messer abziehen, etc. Verabschieden, nicht sieben. Nur als kleine Info, Pausen zählen auch zu genutzten Sendezeit. Das heißt, dass in den 12-Stunden-Stream insgesamt ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde Pause auf dem ganzen Stream verteilt eingeplant ist. Ne? Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie von 18 bis 20 Uhr Minecraft spielen, dass man dann irgendwie von 22 bis 22.15 Uhr oder so halt mal eine Pause einlegen. Seht ihr dann. Aber das sollte verkraftbar sein. Ja, und sollte dementsprechend passen. Ja, nur noch zum Abschluss zum Gewinnspiel. Und draußen, wie ihr letztes Mal gehandhabt, könnt ihr wieder eine 15 Euro Nintendo eShop Card gewinnen. Es sind leider bis jetzt nur kleine Gewinnspiele. Aber dafür jetzt, wenn man 1000 Abonnenten ein wirklich, wirklich großes Gewinnspiel geben.
was ich noch klären muss, aber es sieht danach aus, ist dann zu meinen 1000 Abonnenten wirklich mal etwas Größeres und ein bisschen teureres zu gewinnen gibt. Mehr dazu, wenn es soweit dann ist. Aber jetzt zu den 500 Abonnenten gibt es eben nochmal eine 15 Euro Nintendo eShop Card zu gewinnen und es ist ja vermutlich eh bald so, dass ich 1000 Abonnenten knacken will. Nun ja, wie läuft's ab? Ihr könnt bis zum besagten Freitag, den 13. 18 Uhr in die Kommentare reinschreiben, welches Game ihr euch kaufen würdet von der Nintendo eShop Card und warum. Zum Beispiel, ich würde mir mit der Nintendo eShop Card und es ist jetzt egal, ne? Zum Beispiel würde ich mir mit der Nintendo eShop Card Mario und Rabbids Kingdom Battle kaufen, weil das ein sehr interessantes Game ist und mich dieses die Crossplay-Funktion von Rabbids und Mario interessiert, ne? Und da ist es egal, ob das Game mehr kostet, also es presst, dass ihr irgendwie euer eigenes Geld dazu haben müsst, also ob, ne, egal, für was ihr halt den Gutschein benötigen wollt, ne? Das einfach in die Kommentare schreiben. Und was ich probiert habe zu erklären, das Spiel kann auch mehr kosten, ne? Wenn ihr sagt, die 15 Euro nehme ich mit Gutschein und den Rest nehme ich von meinem Geld, okay. Aber ihr müsst jetzt nicht auf der Gewalt im eShop irgendein 15 oder billiger kostenes Game raussuchen. Sagt einmal, welches Game oder Teil vom Game ihr euch eben mit dieser Karte kaufen wollen würdet. So könnt ihr ganz einfach mitmachen. Wie gesagt, Teilnahmeschluss ist Freitag, den 13. um 18 Uhr. Und vom Ende, am Ende von 12 Stunden Streams, press am Samstag, wird eben so um 6 Uhr in der Früh der Gewinner bekannt gegeben. Wird auch ein extra Video dann nochmal bekannt gegeben. Und der bekommt versprochen seine eShop-Karte schneller als der Gewinner vom letzten Mal. Das Presse ist hoch und heilig. Und versprochen, wenn es zu 1000 Abonnenten geht, gibt es dann auch mal ein bisschen, oder wenn ich 1000 Abonnenten habe, gibt es auch mal ein bisschen was spektakuläreres als nur als irgendwie eine 15 Euro Nintendo eShop Card oder so. So, ich hoffe, ihr freut euch auf den 12-Stunden-Stream und seid am Freitag dabei. Natürlich wird es dazu wieder eine Zusammenfassung geben, irgendwie, aber das dauert seine Zeit, bis die kommt. Ihr habt jetzt ja gesehen, wie lange ich gebraucht habe, um die Zusammenfassung vom ersten 12-Stunden-Stream zu schneiden. Da war es damit vor 2 Monaten schon fertig, habe nur noch auf den geeigneten Zeitpunkt geachtet, dass ich hochladen kann, aber es hat da schon seine Monate gebraucht, das Ganze so zu erstellen. Also, ich hoffe, ihr seid Freitag dabei, seid mit dem Game zufrieden. Ihr könnt gerne noch irgendwelche Wünsche trotzdem in die Kommentare schreiben, allerdings bitte nicht von dem Video, weil das hier das Video vom Gewinnspiel ist, sondern in dem anderen, wo es das angekündigt hatte mit dem 12-Stunden-Stream. Ist auch egal jetzt. Also, wie gesagt, die Anforderungen fürs Gewinnspiel stehen nochmal unten in der Videobeschreibung und in einem Kommentar. Da solltet ihr das auch lesen können. Und das macht's gut, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag. Und ciao!